Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin. Es ist windig, es ist kühl, es hat viel geregnet und trotzdem sind die Vöglein absolut fröhlich. Und ich könnte es vielleicht auch sein, wenn da nicht so, die Inzidenzen wieder steigen würden. Wie kann denn das bloß sein? Sind es die Urlaubsheimkehrer? Ist es England? Ist es Spanien? Welche Verrückten drehen denn da wieder an der Schraube? Ich gebe Entwarnung. Die Inzidenz ist gestiegen von 5 auf 7. Also statt 5 positiv Getesteten auf 100.000 finden Sie jetzt im 7-Tages-Durchschnitt 7 positive Tests auf 100.000. Positive Tests. Was das heißt, wissen Sie ja, ne? Jeder kennt ja einen, der schon mal positiv getestet war, okay? So. Die Gesetze sind immer noch in Kraft, die der Bundesregierung quasi erlauben, weiter im Panikmodus zu regieren. Warum sage ich Panikmodus? Weil ich das so empfinde. Eine freiheitlich-demokratische Grundordnung haben wir drunter liegen unterm Infektionsschutzgesetz. Aber ich finde, mich muss jetzt niemand mehr vor Infektionen schützen. Mich muss jetzt nur noch jemand schützen wollen vor diesem Gesetz, vor diesem Infektionsschutzgesetz. Wissen Sie was? Ich schütze mich selbst vor Infektionen. Ich stärke mein Immunsystem. Ich gehe spazieren. Ich höre mir hier die Vöglein an und ich werde mich jetzt auch bemühen, früher ins Bett zu gehen. Und dann ist eigentlich alles in Ordnung. Wenn da nicht dieses komische, seltsame Gesetz noch wie ein Damoklesschwert über uns schweben würde. Und ich bin mir da sehr sicher, dass das im Herbst, spätestens nach der Bundestagswahl, hammerhart auf uns herniedersaust. In Form von irgendwelchen neuen, willkürlichen, nicht evidenzbasierten Einschränkungen, ja? Die haben auch zumeist gar nichts zu tun mit der WHO. Das müsste man auch mal zugeben, ja? Und wer sich die Bundespressekonferenzen mal so anschaut, was da so verhandelt wird und wie diese Berufspolitiker, die dort anwesend sind, ohne Maske herablassende Antworten denen entgegenbringen, von denen sie befragt werden, und die nach wie vor eine Maske dort tragen müssen, in diesem Gebäude, obwohl sie mit großem Abstand dort nebeneinander sitzen. Das ist einfach nur Neofeudalismus, was wir hier erleben. Also ich für meinen Teil brauche keine Berufspolitiker. Ich brauche normale Menschen mit einem normalen Menschenverstand, die sich trauen, Politik zu machen und die nicht sagen, es ist mir alles viel zu komplex und da bräuchte ich ja einen Experten. Wissen Sie was? Diese Herrschaften, die Experten brauchen, das sind kognitive Minderleister und die möchte ich nicht in der Regierung haben. Ja? Ich möchte Menschen haben, zu denen man Vertrauen haben kann. Zum Beispiel wie einem Helmut Schmidt. Ja, da würde ich sagen, so auf Anhieb, mein Gott, das ist ein Pragmatiker, der packt die Probleme an, sorgt dafür, dass die Probleme vom Tisch kommen. Diese Berufspolitiker, die wir da oben haben, die basteln sich ihre Probleme selber, für die sie dann natürlich auch schon eine Lösung haben. Das ist dann irgendwie ein 3000-seitiges Papier, das 3 Tage nach Erscheinen des Problems dann auf den Tisch gelegt wird, abgestimmt wird und zum Gesetz wird und dafür sorgt, dass diese Herrschaften mehr Macht bekommen, mehr Geld bekommen, mehr Einfluss bekommen. Und letztendlich hat man doch immer nur das Gefühl, sie sind irgendwie Arschkriecher von irgendwelchen anderen, die dann noch hinter den Kulissen stehen und ihnen noch mal ein bisschen Geld oben drauf packen, damit sie dann auch einen Grund haben, das alles durchzuboxen.
Und dann gibt es noch Herrschaften dort in der Regierung, die halten jetzt schon seit einem Jahr einfach nur den Mund. Ja? Damit sie dann safe ihr schönes monatliches Gehalt einstreichen können. Und ja, sie jubeln dann, wenn ihre Chefs etwas sagen, egal ob es richtig ist oder falsch. Ich bin ziemlich deprimiert und ich bin ziemlich auf dem Weg in die nächste Depression, wenn das hier so weitergeht. Wenn diese verlogenen Geister, die uns da regieren, weiter an der Macht bleiben nach der Bundestagswahl. Und es sieht alles danach aus. Und warum lassen wir uns diesen Mist überhaupt gefallen? Wir, die Bevölkerung, wir sind der Souverän in Deutschland. Lassen Sie sich nichts anderes erzählen. Diese Typen da oben sind ihre Angestellten. Sie sind ermächtigt, ihren Job zu tun, den sie denen da auftragen. Und das sollten wir ganz deutlich tun. Was sollten sie tun? Infektionsschutzgesetz abschaffen, mit allen Erweiterungen und Anhängen. Die Impfkampagne sofort beenden und sich verpfeifen. Platz machen für Demokraten.